Zugegeben, bei diesen Temperaturen fahren wirklich nur Hartgesottene mit dem Rad. Dazu zählt auch Robert Gaugel. Er lässt es sich seit fast 30 Jahren nicht nehmen und fährt mit dem Rad zur Arbeit. 1985 hat er bei Punkle Racing mit einer Lehre begonnen. Wir schauen uns an, was er heute im Unternehmen tut. Guten Morgen, es ist 7 Uhr in der Früh, kommst mit, ich zeige euch heute einen Tag bei mir in der Firma. Robert Gaugel arbeitet als Prozess- und Fertigungstechniker. Ein vielseitiger Job. Mein Aufgabenbereich fällt zum Beispiel ist Konstruieren und die Montage von Aufspannvorrichtungen, Optimieren von Fertigungsprozessen und dazu die Fertigungsspezifikationen zu schreiben. Die Aufspannvorrichtungen, die Robert Gaugel hier am Computer konstruiert, werden später für die Bearbeitung von Pleuel, Kolben und Co. benötigt. Diese wiederum müssen ihren Fahrer bei den großen Rennen sicher und natürlich möglichst schnell ans Ziel bringen. Einige Zeit später bekommt er dann die Aufspannvorrichtung geliefert. In Einzelteilen, versteht sich. Ob ein Laie das montieren kann, kann doch nicht so schwer sein. So, okay, ich glaube, ich lasse jetzt doch lieber den Profi ran. Herr Gaugel, ich würde Sie bitten. So, und als letzter Arbeitsschritt kommt das Bauteil drauf, wird gespannt und in diesem Bereich bearbeitet. So schnell geht das, wenn man es kann. Ja, wenn man es kann. Immerhin ist aber noch kein Meister vom Himmel gefallen und auch Herr Gaugel hat mal als Lehrling begonnen. Allgemeinmechaniker hieß der Lehrberuf damals. Zu vergleichen in etwa mit dem heutigen Zerspanungstechniker. Drehen, fräsen, feilen. Hier enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten. Vor allem technisch liegen Welten zwischen heute und damals. Das ist die Technologie, wie man es vor circa 30 Jahren angewandt hat. Ein HSS-Fräser mit 20 Meter Schnittgeschwindigkeit. Kein Vergleich zu den hochmodernen CNC-gesteuerten Maschinen von heute. Ja, das ist jetzt momentan der Stand der Technik. CNC-Fräsen, 5 Achsen simultan. Das bedeutet, es können bis zu 5 Achsen gleichzeitig sich bewegen. Das heißt, wie schnell geht das im Vergleich? Ich glaube, das ist zu früher um Faktor 100 schneller geworden. Ganz große Veränderungen hat es gegeben am Maschinenpark und an die dazugehörigen Werkzeuge und am Personalstand. Wie wir Lehre begonnen haben, waren wir in der Größenordnung 20 Leute und mittlerweile sind wir weltweit 2000. Im Laufe der Jahre hat Robert Gaugel nicht nur die LAP abgeschlossen, auch die gewerbliche Meisterprüfung hat er absolviert. Und so kletterte er die Karriereleiter immer weiter hinauf. Dann bin ich eingesetzt worden als Produktionsleiter Stellvertreter im Bereich Fahrwerkskomponenten. Dann habe ich gewechselt in den Bereich Lehrlingsausbildung. Dann habe ich bei der Firma Punkle die Lehrwerkstätte aufgebaut. Und dann hat sich für mich eine Möglichkeit ergeben, dass ich in die Abteilung Prozesstechnik wechsle, wo ich jetzt noch immer bin. Karriere mit Lehre. Robert Gaugel hat bewiesen, dass es funktioniert. Aber hat er diese Entscheidung jemals bereut? Nein, noch nie. Eigentlich noch nie. Übrigens, in 28 Jahren tut sich nicht nur bei Punkle so einiges. Auch die Fahrräder, auf denen Robert unterwegs ist, sind heute leichter, schlanker und schneller denn je. Aber was haben denn nun Rennräder mit Rennautos gemeinsam? Ja, das kann man nämlich im weitesten Sinne verbinden. Die Aerodynamik, das Carbon, das Titan und Aluminium kann man ganz gut vergleichen, den Radsport mit der Formel 1. Sind Sie jetzt mehr so der Rennfahrer oder doch eher der Tüftler? Ja, genau, auf den Punkt gebracht. In Wirklichkeit war ich immer der bessere Mechaniker und Betreuer als Leistungssportler. Aber mir taugt es einfach mit einem guten Radl in der Gegend umfahren. Aber Sie haben jetzt trotzdem 5 Räder daheim? In den Jahren läppert sich das zusammen und mittlerweile 5 Räder. Sind die jetzt alle selber zusammengestellt oder gibt es da welche von der Stange dabei? Ich glaube, außer ist ein Rad, sind alle selber zusammengebaut. Ein Rad fahren Sie auch? Das habe ich noch mit 40 Jahren erlernt, mühsam erlernt. Ist es schwierig?
ganz schwierig. Schau an, was da für versteckte Talente in unserem Obersteirer stecken. Und das ist längst nicht alles. Denn wenn Robert Gaugl nicht gerade am Rad sitzt oder mit seiner Familie Zeit verbringt, so trifft man ihn öfters am See. Radfahren, Schwimmen. Das hört sich ja schon fast nach Triathlon an. Sie sind auf einer richtigen Spur. Echt? Ja. Ich möchte heuer Ende Mai den ersten Halb-Ironman in Linz probieren. Na, wenn er das genauso zielstrebig verfolgt wie den Rest, kann doch fast nichts mehr schief gehen. Was wünschen Sie sich jetzt noch für die Zukunft? Das Wichtigste für mich ist, dass meine Familie gesund ist. Geht es meiner Familie gut, geht es mir gut. Und hin und wieder Radl fahren? Selbstverständlich.